Wir brauchen so viele GPUs und dieses Video geht jetzt wirklich nur um das Finden der GPUs. Insgesamt 7 wichtige Plätze, wo man GPUs finden kann, ein paar Strategien, wie man da rankommt. Und ja, vielleicht kennt ihr ja den einen oder anderen Ort noch nicht. In dem Sinne, viel Erfolg beim GPUs finden. Und zwar fangen wir mit dem Ort an, wo es die GPUs am meisten gibt, wo wahrscheinlich die meisten von euch GPUs gefunden haben. Und zwar sind das erstmal die PCs. Seit Season 1 kann in einem PC eine GPU spawnen. Entsprechend werden Orte aufgesucht, wo viele PCs zu finden sind. Und dazu reden wir davon Büroräumen aller Art. Wir reden von Serverräumen, wie zum Beispiel die Polizeistation, der Serverraum der Polizeistation oder Ramasra City, dieses riesen Bürogebäude, der Bürokomplex, wo wirklich sehr, sehr viele PCs zu finden sind. Also generell PCs durchsuchen und ja, da kann man relativ safe, sag ich mal, GPUs finden. Allerdings muss man sehr, sehr, sehr viele PCs durchsuchen, bis man seine GPUs beisammen hat. Auf Platz 6 haben wir jetzt einen Ort auf Al-Masra und zwar eigentlich zwei Orte. Wir reden hier einmal von Rohan Oil und vom Al-Afid Hafen. Also diese beiden Bereiche haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für GPU-Spawns. Ja, das ist ziemlich krass. Ich habe es auch erst nicht geglaubt. Bin die Bereiche abgelaufen. Tatsächlich habe ich hier GPUs gefunden. Im Al-Hafid-Hafen beispielsweise, dort in den Regalen. Das ist also sozusagen ein Spawnort draußen. Also man muss nicht Kisten durchsuchen, man muss nicht in PCs reinschauen, sondern auf den Regalen draußen, als Loose Loot, sagen wir. Also Loot, der wirklich offen rumliegt. Deswegen kann man auch so schnell looten. Man kann an den Regalen vorbeirennen und dann sieht man schon die GPU aus der Ferne. Das heißt, sehr, sehr gut zu looten, sozusagen abzusuchen. Und zwar ist es wichtig, dass ihr in alle Räume reingeht in den Bereich und dort die Regale absucht. Sowohl auf Rohan Oil als auch im Al-Hafid-Hafen. Auf Platz 5 haben wir jetzt einen Bereich, wo wir generell sehr viele goldene Items bekommen. Und zwar sind das die Banken. Die Banken haben eine erhöhte Spawn-Chance für goldene Schädel, für Goldbarren, für goldene Festplatten und so weiter. Und auch für GPUs. Und zwar auch hier wieder in den PCs. Also hier müssen wir in die PCs reinschauen. Und in den PCs selber kann dann auch wieder eine GPU spawnen. Das Gute ist, dass es auf Al-Masra 6 verschiedene Banken gibt. Ich habe dazu ein separates Video gemacht, welche Banken man wie gut kombinieren kann und wie man die Banken gut ablaufen kann, damit man möglichst schnell in kurzer Zeit und relativ sicher diese Items abfarmen kann. Ich meine, nicht nur GPUs werden dann gebraucht, sondern der ganze Rest. Auch jetzt für die Westen, für die Stealth-Weste und für die Com-Weste. Auch hier brauchen wir jetzt immer mehr und mehr Items. Deswegen, die Banken werden in Zukunft immer, immer wichtiger. Deswegen kann ich es absolut nur empfehlen, die Banken zu lernen, die Routen zu lernen und zu verstehen, wie sie funktionieren. Auf Platz 4 haben wir jetzt abgeschlossene Räume. Jawohl, es ist so, dass in abgeschlossenen Räumen generell eine bessere Spawnrate herrscht für besondere Items und dazu gehören natürlich auch die GPUs. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr einen Schlüssel habt, zum Beispiel zu einem Lagerhaus oder abgeschlossenes Büro oder gerade die beste Wombo-Kombo, abgeschlossene Räume in besonderen Gebäuden, wie zum Beispiel in der Bank, Bürogebäude der Bank und so weiter und so fort, da habt ihr eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, auch eine GPU zu finden, aber natürlich auch Totenschädel, Goldbarren und so weiter. Also hier erhöhen wir unsere Chance noch weiter. Problem ist, ihr müsst natürlich dann einen Schlüssel haben. Die bekommt ihr bei VIPs, also bei HAZ-Zielen. Jedes Mal, wenn ihr einen HAZ ausschaltet, könnt ihr einen Schlüssel farmen. Also der Schlüssel wird immer 100% gedroppt. Und ihr könnt Schlüssel kaufen in den Buy-Stations. Das heißt, hier könnt ihr ein bisschen gezielt vorgehen, gucken, was geil ist, was nicht geil ist. Und entsprechend dann die Räume looten. Das Ding ist halt, es erfordert eben diesen Schlüssel. Aber dafür haben wir auch eine höhere Wahrscheinlichkeit für GPUs. Kommen wir jetzt also zu den Top 3 für die GPUs, aber bevor wir das machen, erstmal vielen, vielen Dank an die Kanalmitglieder. Beste Grüße gehen raus, die diesen Kanal hier besonders unterstützen. Dankeschön dafür. Wenn euch der Content gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen und ein Like hilft uns auch sehr, sehr, sehr bei unserer Arbeit. Also ich glaube, das unterschätzen einige. Also deswegen an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank dafür. Kommen wir zu Platz 3 und ich glaube, der könnte einigen Leuten besonders weiterhelfen. Auf Platz 3 haben wir die Parkbank. Ja, also wir haben Wondl. Und zwar auf Wondl gibt es oben die Universität. Und viele denken jetzt, ja, Wondl, Universität kennen wir. Ja, 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 klar, klar, klar. Aber ich rede von den Parkbanken. Und zwar die Parkbanken um die Universität herum. Das Gelände ist groß und da sind entsprechend sehr viele Parkbanken, wenn ihr mal genau schaut. Diese Parkbanken haben jeweils einen Spawnpunkt oben drauf. Das heißt, da kann alles Mögliche an Kleinkram spawnen. Und tatsächlich ist es so, dass aus irgendeinem Grund diese Parkbanken auch eine Spawn-Chance für eine GPU haben. Es ist unglaublich, ich habe es selber nicht geglaubt. Im Livestream haben die Leute mir versucht zu erklären, Erik, guck doch mal auf die Parkbank, jetzt guck doch mal. Und ich so, nein, ich guck da nicht. Und dann habe ich doch mal geguckt und schwuppsiwupps tatsächlich GPUs gefunden. Ziemlich krass, wir haben direkt 2 gefunden in dem Livestream
Und die sind offen, man braucht keinen Schlüssel, gar nichts. Man kann super geil von dieser Stelle aus ausweichen, Gegnern ausweichen, ins Wasser, Ausgänge finden. Also der Bereich ist auch sehr, sehr, sehr gut tatsächlich zu spielen. Und ja, ich kann nur empfehlen, jeden Mal die Parkbanken hier abzuklappern. Und tatsächlich sind hier offene GPUs auf den Parkbanken. Also das ist wirklich ein extrem starker Ort. Und ich habe auch von Leuten gehört, die gesagt haben, dass sie mehrere GPUs in einer Runde gefunden haben auf diesen Parkbanken. Also ich kann es kaum in Worte fassen, wer weiß, wie lange es das noch gibt, ob es ein Bug ist, ob es beabsichtigt ist. Aber auf jeden Fall eine extrem hohe Chance auf diesen Banken für GPUs. So, von extrem hohen Chancen kommen wir jetzt auf eine Chance von 99%, dass man eine GPU findet. Und zwar ist das hier auf Platz 2, Tsukis Castle auf Ashika Island. Also ihr lauft praktisch zu Tsukis Castle und nehmt dabei einen Schlüssel mit. Entweder den Schlüssel für Tsukis Untergrundeingang oder ihr nehmt einen Skelettschlüssel mit, um den Untergrundeingang zu öffnen und könnt dann von unten sozusagen zur Tür in Tsukis Castle in den Keller rein. Und wenn ihr da durchgeht, dann findet ihr auf der rechten Seite, wenn ihr nach rechts durchlauft, 3 Waffenschränke. Jetzt hat jeder Waffenschrank eine 33%ige Wahrscheinlichkeit für eine GPU. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit beträgt insgesamt 99%. Wenn ihr ganz großes Pech habt, findet ihr keine GPU. Wenn ihr Glück habt, findet ihr direkt 2. Die Wahrscheinlichkeit ist aber extrem, extrem hoch, 99%, dass ihr eben eine GPU findet, wenn ihr alle 3 Waffenschränke öffnet. Wichtig ist hier, ihr müsst einmal die Tür öffnen zum Keller und die Waffenschränke selber brauchen auch einen Schlüssel. Das heißt, entweder habt ihr einen Schlüssel dabei für den Kellereingang und für diese Waffenschränke oder ihr nehmt einen Skelettschlüssel mit, der entsprechend beides öffnen kann. Und auf Platz 1, der Sieger aller Sieger, der Rächer der Entrechteten, ist sozusagen die 100%ige Wahrscheinlichkeit und das direkt 2-mal. Und die meisten wissen schon, worum es geht, und zwar geht es um die Stage Bags. Also, wir haben auf Wandel 2 Orte, wo eine Bühne steht. Und diese Bühne nennen wir jetzt mal Stage. Und an diesen Stages hinten liegt sozusagen eine Tasche. Und in dieser Tasche ist eine 100%ige Wahrscheinlichkeit für eine GPU. Das heißt, ihr könnt sozusagen pro Runde 2 GPUs zu 100% Sicherheit rausnehmen. Ja, wo ist jetzt der Haken bei der Sache? Das Ding ist, man braucht natürlich einen Schlüssel. Diese Bags sind abgeschlossen. Und jetzt wird es ganz witzig. Und zwar ist es jetzt folgendermaßen. Für die Stage Bag, also für die Stage Bag, für die Tasche, brauchen wir den Stage Bag Key. Das heißt, dieser Schlüssel öffnet die Stage Bag. Jetzt ist es so, alle die Schlüssel, die ich jetzt aufführe, kann man natürlich zufällig finden, auf Wandel oder sonst wo, also die sind überall zu finden. Wenn ihr einen davon habt, dann könnt ihr jetzt diese Kette, die ich jetzt beschreibe, sozusagen beginnen und damit die Schlüssel erlangen. Also, Stage Bag Key braucht ihr für die Stage Bag. Woher kriegen wir jetzt den Stage Bag Key? Der Stage Bag Key ist im Barista Bag, also in der Barista-Tasche. Und ja, die ist so ziemlich mittig in der Karte, eigentlich ganz cool zu kriegen. Barista Bag. Für die Barista Bag wiederum brauchen wir den Barista Bag Key. Auch ganz witzig, den gibt es nämlich auch safe und zwar in der Windmühle. Die Windmill. Und hier in der Tasche, in der Windmill Bag, da ist der Barista Key Schlüssel. Also bevor es so kompliziert wird, das bedeutet einfach, wenn ihr zum Beispiel einen Barista Key habt mit 3 Ladungen, könnt ihr damit sozusagen 3-mal die Barista Bag öffnen. Habt damit sozusagen 3 Schlüssel von dem Stage Bag Key mit jeweils 3 Ladungen und könnt damit sozusagen 9 GPUs rausholen. Ich hoffe, das ist soweit nicht zu kompliziert. Aber es geht noch weiter. Wie öffnen wir jetzt die Windmill Bag? Die Windmill Bag öffnen wir mit dem Windmill Bag Key, also mit dem Schlüssel für die Windmühle, für die Tasche in der Windmühle. Und wo gibt es diesen Schlüssel jetzt? Da gibt es auch einen 100%igen Safe-Spawn und zwar ist das die Major's Briefcase. Absolut wild, ich weiß. Aber in dieser Major's Briefcase, vielen Dank auch nochmal an diesen Livestream, Leute, ihr habt mir wirklich geholfen, diese Schlüssel hier zu finden. In dieser Major's Briefcase, da findet ihr schlussendlich den Schlüssel für die Windmill. So, jetzt ist da die ganz, ganz große Frage, wo ist der Major's Briefcase? Und ja, da bin ich noch nicht weitergekommen. Also wenn das jemand weiß, schreibt es gerne in die Kommentare, das wäre der absolute Hammer. Vielleicht können wir diese Liste weiterführen. Also der Major's Briefcase Key, da weiß ich nicht, wo es da tatsächlich am Ende des Tages einen sicheren Spawnpunkt gibt. Ob es überhaupt einen sicheren Spawnpunkt dafür gibt. Ich kann mir das gut vorstellen, dass diese Kette noch weitergeführt wird. Wir werden euch up to date halten, wenn wir das wissen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lustig. Also, wenn ihr einen Key in dieser Kette bekommt, habt ihr sozusagen am Ende des Tages Zugriff auf die GPU. Und zwar zu 100% in einer Bag. Sehr, 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 sehr geil. Und tatsächlich ist es so, dass diese Taschen nicht so sehr abgelaufen werden, weil irgendwie nicht jeder diese Schlüssel hat. Oder es immer noch nicht weiß, dass da die GPUs drin sind. Ich weiß es nicht. Ja, wer jetzt keine GPUs mehr findet, dann weiß ich auch nicht mehr. Bildungsauftrag komplett versagt. Aber ja, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Livestream, die unglaublich viel geholfen haben auf YouTube.
Vielen, vielen Dank dafür. Hier schon mal das nächste Video, da geht es um die goldenen Items. Und zwar brauchen wir verstärkt jetzt goldene Items für die ganzen Westen, aber auch für die Freischaltung gewisser Sachen. Also Goldschädel, Goldbarren, goldene Festplatten und so weiter und so fort. Ich kann es nur empfehlen, die Bankenrouten. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig in Season 4. Ansonsten, ich bin raus, verabschiede mich. Vielen Dank nochmal für alles. Ich sage hasta luego und hasta la vista.